Und wir fangen an mit einem relativ neuen Wert an der Börse. Wenn man die Windeln voll hatte, dann ist man gut aufgehoben bei windeln.de. Aber ist die Aktie auch was fürs Depot? Eventuell bald, ja. Es ist so, dass die Aktie jetzt für 18,50 Euro an den Markt gekommen ist vor wenigen Monaten. Sie hat sich also im Tief halbiert. Commerzbank sieht das hier bei 14 Euro. Heute gab es Quartalszahlen. Man hat den Umsatz deutlich ausgeweitet um 85%. Man schreibt natürlich noch Verluste, aber auch hier wurde die EBIT-Marge von minus 10 auf minus 5% schon mal reduziert. Ich denke, wenn wir hier nochmal ein Abtauchen sehen unter die 10-Euro-Marke Richtung 29, 39, dann kann man durchaus mal die Hand aufhalten mit einer Zielrichtung etwa 13, 14 Euro. RTL Group, der nächste Wert. Ja, starke Zahlen haben mich richtig positiv überrascht jetzt auch. Interessant ist hier, dass das Werbegeschäft sehr, sehr gut läuft, gerade im Fernsehbereich, aber auch im Online-Bereich. Ich gehe davon aus, dass RTL eine Dividende von etwa 4,50 Euro für das laufende Jahr zahlen wird. Das heißt, wir haben hier eine Dividendenrendite auf dem aktuellen Niveau von etwa 5,7%. Auch hier sicherlich ein Fall für eine Watchlist, wenn die Aktie nochmal 10% runterkommt, auch hier Hand aufhalten. Monsanto schmeißt die Übernahmepläne von Syngenta in den Mülleimer. Wie sieht es bei K&S aus? Ist die Übernahme da auch schon vom Tisch? Ja, ist so ein bisschen bitter, dass Monsanto jetzt die Segel streicht und nicht mehr mitmacht. Man hat jetzt Befürchtung, dass Potash eventuell genau das Gleiche tut. Ich denke, das hält sich insgesamt so etwas die Waage. Zum einen haben wir halt ein schlechtes, volatiles Marktumfeld. Da überlegt sich natürlich der ein oder andere Konzern, soll ich jetzt so eine große Übernahme wagen? Auf der anderen Seite ist die Kali und Salz natürlich bei 32, 33 Euro durchaus günstig zu haben. Das heißt, wenn ich hier den Aktionären 41 Euro biete, dann kann ich mir auch relativ sicher gehen, dass das Angebot durchgeht. Also ich würde mal sagen 50-50, würde sie aber sicherlich noch als Halteposition stehen lassen. Dann kommen wir zur Nanogate. Was gibt es da Neues? Bei Nanogate gab es starke Zahlen, 50% Umsatzwachstum, ein Drittel Gewinnwachstum, ist ja ein Oberflächenspezialist, auch mit Fokus auf die Automobilindustrie. Das Wachstum wird in den nächsten Quartalen in der Dynamik auch weiter anhalten. Das alleine geben schon die jüngsten Auftragseingänge her. Zielrichtung hier sicherlich um die 50 Euro und auch hier würde ich sagen um 30 Euro hochinteressant. DMG Morisaki, sehen wir die Aktie noch lange oder verschwindet sie irgendwann vom Kurszettel? Sie wird irgendwann verschwinden, das ist ganz klar. Im Moment läuft hier sicherlich noch kleine Übernahmeschlacht, will ich nicht sagen, aber es ist so, dass ja Morisaki geboten hat und hier schon einen großen Anteil hält, aber auch der Hedgefonds Elliott ist noch dabei und es heißt, dass er wohl über die Börse weiter aufstockt. Das heißt, selbst wenn wir an den Märkten nochmal crashen, dann wird es bei DMG Morisaiki zu keinen Rückschlägen kommen. Wer die Aktie noch hat, bleibt also dabei. Envision Software, ein eher kleinerer Wert? Genau, ist er aber trotzdem ein Weltmarktführer für Workforce-Management-Lösungen im Callcenter-Bereich, eine absolute Nische. Es gab jetzt Halbjahreszahlen, die etwas unter den Erwartungen lagen, aber 2015 gilt auch als Übergangsjahr. 2016 wird der Cloud-Bereich weiter stark anziehen bei Envision. Wir werden dann wieder deutlichere Wachstumsraten beim Gewinn sehen. Warburg sieht das Ziel bei 100 Euro, auch hier sage ich unter 40 Euro hochattraktiv. BASF hat keinen Cloud-Bereich, aber es dürfte trotzdem noch ein aussichtsreicher Play sein, oder? Ja gut, der Weltmarktführer für Chemie, sicherlich auch eine Art Trendinvestment, vielleicht mit etwas größeren Schwankungen als die Trendinvestments, die wir am Anfang der Sendung abgehandelt haben. Bei BASF gab es jetzt Insiderkäufer. Man muss auch hier sehen, die Aktie war im Hoch bei 97 Euro, ist jetzt deutlich zurückgekommen. Sollte sie nochmal 10% fallen Richtung 62 Euro, dann habe ich ja bis zu den Jahreshochs sogar fast Luft von 56%. Das ist schon ein enormer Abschlag und auch hier kann man dann mal überlegen, Anfangspositionen aufzubauen. Sieht die Sache bei Apple ähnlich aus? Ja, bei Apple kann man sich noch ein bisschen Zeit lassen, aber Apple zeigt irgendwo auch, dass die Situation in China jetzt auch nicht dramatisiert werden muss. Es ist sicherlich ein Thema für die Börse, aber Tim Cook ja in einer E-Mail an einen Journalisten kundgetan hat, läuft, dass der Absatz des iPhones in China richtig gut. Der Juli und August müssen sehr, sehr starke Monate gewesen sein, wie er geschrieben hat.
Und er geht davon aus, dass die Wachstumsdynamik Richtung September, Oktober vielleicht sogar noch zunehmen kann. Also Apple hat definitiv noch kein China-Problem. Die von Ihnen erwähnte E-Mail könnte für Tim Cook aber noch ein Nachspiel haben. Die Börsenaufsicht hat sich eingeschaltet, aber das soll uns ja egal sein, meine Damen und Herren. Und wenn Herr Cook Mitteilungsbedarf hat, Sie können auch gerne eine E-Mail an mich schreiben. Das war der Aktionärsbrief TV für heute. Danke, dass Sie mit dabei waren, meine Damen und Herren. Morgen gibt es bei uns noch eine neue Ausgabe von Licht und Schatten. Vorher entlassen wir Sie nicht ins Wochenende. Wir gucken auf zwei bekannte Werte. Zum einen auf den US-Wert Visa und zum anderen auf den italienischen Modekonzern Prada. Das sind die beiden Aktien, die bei uns morgen in der Sendung dabei sind. Also hoffentlich sehen wir uns da wieder.